So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes. Okay, so. Der aktuelle Stand, ja, hat sich nicht so viel geändert zur vorherigen Session. Wir haben gerade mal 1E4 dazu bekommen, 1E5, 1E4 bis 1E5, also das 10 bis 100.000-fache. Also nicht viel. Im Rahmen dessen, glaube ich mal, machen wir doch jetzt direkt die Transcension. Ich glaube, noch eine Ascension lohnt sich halt einfach nicht. Das bringt auch nicht allzu viel. Weil wir haben jetzt, ne, im Vergleich zur vorherigen Ascension, Transcension hatten wir 1E200. Jetzt haben wir knapp 1E400. Also 1E200 nochmal da drauf. Und bei 1E200 würden die 1E2, die wir bei der nächsten Ascension vielleicht noch bekommen werden, interessieren da auch niemanden mehr, ganz ehrlich. Von daher würde ich mal sagen, wir machen jetzt erstmal ganz klar eine Ascension. Boom. Ja. Bekommen 980, also wie gesagt, knapp 1000 Ancient Souls. Ist heftig. Das ist einfach fucking heftig. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das einfach mal direkt. Einmal Transcenden. Oh ja. Na komm, 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 danke. Dann machen wir mal direkt hier ein paar Autoklicker drauf, damit das hier schon mal losgeht. So, genau. Let's have fun. So, und wir kümmern uns mal hier um unsere kleinen Dudes. Was könnten wir hier noch machen? Wisst ihr was? Lassen wir erstmal so. Lassen wir erstmal alles so, bis wir wieder bei den ersten Ascension anfangen hängen zu bleiben und dann besser gucken können, woran wir hängen bleiben. Und falls sich dementsprechend lohnt, am ersten hoch zu leveln. Von daher lassen wir jetzt erstmal alles so. Gut. Stattdessen würde ich mal sagen, wir machen eine kleine, aber feine Quick Ascension. Dann hoffen wir, dass Juggernaut am Anfang direkt mit bei ist. Jawohl. Geben dir nochmal 2 Level dazu. Also Level auf 2 meine ich doch. Und dann haben wir nochmal ordentlich Speed drauf. So, dann sollte die Ascension ja überall 0, ja nee, ist klar. Ist klar, es wird immer abstrakter. Kann das sein? Wenn noch nur kostet, warum kann ich die Spinne noch nicht kaufen? Verstehe ich gar nicht. Herrlich. Einfach herrlich. Gut, ich würde mal sagen, wir machen gleich mal hier ein paar Level drauf, damit der hier schon mal hochfährt. So. Und dann, ich bin echt am Überlegen, ob wir mal die Dinger hier verwenden. Ganz ehrlich, die, ich weiß nicht, die vegetieren hier vor sich hin. Na gut. Können wir eigentlich sogar relativ easy machen. Wir müssen einfach nur einen Autoklicker auf so einen Dude hier setzen. Na gut, Battle-Klicker ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Aber schwupps da rups. Wo ist denn die Dame? Hallo? Da. Weg mit dir. Du levelst mich zu stark. So. Jetzt. Achso, wir können es ja auch manuell einfach per Hand machen. So, dann einmal Daddy das nächste.
alles so eine Billigdinger hier schon wieder. Ah, das geht. 2 Stunden bis in Ordnung. So. Dann können wir. Ja, die werfen wir erstmal. Dann gucken wir erstmal, wie wir hier weiterverfahren. So, Betty Clicker ist auf 75. Das ist ganz in Ordnung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir die oberen auch alle 75. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oha. Kriegen wir nur 25 Level für. Ist ja nicht so viel. Das ist ja echt nicht so viel. Danke, danke. Danke. So, hier oben haben wir alle Upgrades. Sehr schön. Ah, nee. Dann können wir auch noch hier direkt nachsteuern hier. Na komm. Okay. Hatte ich doch schon gekauft, die 25 Level. Sehr schön. So, dann, ja. Und weil es mir gerade zu langsam wird, da habe ich mir gedacht, ich zerstöre einen Söldner, weil mir das Freude macht. Oder so ähnlich. Ja, komm. Halt die Fresse und stirb. So, dann können wir direkt wieder weitermachen hier. 1, 2, 3. Lalalala. Ich fange mal unten an. So, so, so. So, erstmal alle 75 und dann gucken wir mal weiter. Ne, bei 75 ist so das Basislevel. Bis 75 haben alle Helden Upgrades. Also manche überspringen die 75 und haben dann bei 100 ein Upgrade, aber bis 75 Level kann man auf jeden Fall alle Helden erstmal hochleveln. Da ist auf jeden Fall keine Verschwendung in Sicht. Ja. So viel zu da Thema. So, ja. Give money money, give my cash. Bilatsch. Ach ja, Encircle Phase. Es gibt nichts langweiligeres. Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir diesmal bis 1E800 kommen. Alter, die, ja. Wie gesagt, ne, 10% haben wir locker gesprengt. Alter, wir haben einfach schon 12,5% gesprengt. Also quasi 10% plus nochmal ein Achtel von 10%. Man muss ja logarithmisch denken. Das ist einfach krank. Das ist einfach so abartig krank. Und wir haben bereits die Hälfte die Hälfte des Weges zu Level 25. Das muss man auch mal bedenken. Alter Schwede. Oha. Wir bremsen hier schon wieder aus. Was ist denn hier los? Oh mein, ich guck's ja nicht. Das ist ja hier. Also Instakill-Phase ist ja nur das Mindeste, was hier passieren kann. Dort Mindeste. So. Bam, bam. La 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 la. Deine Mutter ist am Arsch. Ist ja gut jetzt. Danke, 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 danke. So, die beiden 25 haben wir auch schon auf 125. Sehr schön. Dann kommt Armenhop. Der gute alte Dude. From Dudistan. Na komm, ich will 25 Level kaufen. Dankeschön, Dankeschön. So, dann lösen wir hier den nächsten ein. Und können wieder Hard Party machen.
Also 1, 2, 3, 1, also gut, den können wir gleich auf 150 setzen. Da wissen wir ja, wo seine Liga ungefähr so angesiedelt ist. Keine Ahnung. Alter, es ist so unendlich warm draußen. Seit gestern. Vorgestern. Es ist so böllig warm auf einmal geworden. Das ist einfach von Winter direkt in Sommer gewechselt. Frühling, pff, wozu auch? Hochkinder, völlig überbewertet. Man hört wahrscheinlich auch an meinem Rechner, dass da die Lüfter die ganze Zeit an sind. Das ist schon ein bisschen krank. Das ist schon ein bisschen sehr krank. Komm hier. Warum nicht? So. Na komm, du Bastel, lass mal rein. Das war eine 24-Stunden-Quest, die haben wir uns für später auf, für weiß der Geier was, weil jetzt brauchen wir keine Quest mehr. Wir sind mittlerweile über dem Berg. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein weiterer Berg. So, welche Upgrades vergessen hier? Nö. Upgrades haben wir jetzt hier oben alle. Das ist sehr schön. Und dann kommt auch gleich Frostleaf ins Game. Sehr schön. Dann machen wir schon mal Autoklicker drauf. Easy peasy. Mal gucken, wie lange wir davon brauchen bis 1E6. Wobei ich mir gar nicht gemerkt hatte, wie lange wir letztens gebraucht hatten, bei welchem Level wir da waren. Aber bei 150 oder 160 waren wir da, glaube ich. Ach ja. Tja, die erste Session, die kriege ich auf jeden Fall noch so durch. Das ist kein Problem. Aber glaubt mal, sobald wir dann wieder die 1E200 Hero Soul Marke knacken, also sobald wir ja halt 1E200 an Hero Souls bekommen pro Ascension, wenn wir da noch anfangen, hier diese Timelapse zu kaufen. Einfach weil, wie gesagt, auf Ascension, die einfach mal 8 oder 9 oder 100 Stunden gehen, habe ich keinen Bock. Definitiv nicht. Ich muss schneller klicken, als der Autoklicker klicken kann. Na, hab dich aufgeätscht, Bitch. So. Oh, 75. Nimm dich weit rein. Ula, Shida, Motherfucker, Bitch. Hallo. Gib mal die Upgrade. Upgrade. Gib mir das Upgrade. Du Kugelsohn. Da klicke ich mich ja tot und dämlich. Da kann ich ja gleich hier klicken. Geht effektiver. Yeah. Okay. Ab jetzt geht das Wettrennen los. Ja. Haha. Gewonnen. Easy. So. Hätten wir das auch geklärt? Jürgen. Wisst ihr, welche Ebene haben wir eigentlich geschafft? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Bis wohin wir gekommen sind, bis 56.000. Okay, ist ja gar nicht mal so schlecht. Tja, mal gucken, ob wir in dieser Transcension meine alte Marke von 88.000 geknackt bekommen. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Ich glaube da nicht wirklich dran. Nein, nicht hier, sondern bei der 88.800 oder so ein Scheiß, oder? Irgendwie so was mit 83, genau, 88.800. Ich glaube nicht wirklich dran, aber wenn, wäre es auf jeden Fall ultra geil. Dann kann ich meinen alten Spielstand, den ich gesichert hatte, quasi einfach eins zu eins löschen, weil, ne? Wobei, lieber nicht. Ich heb den einfach auf. Sicher. Zumal ich ja hier im Clan drin bin. Ha. Gut, ich könnte auch mein Walker-Konto kicken. Kann ich mich hier umbenennen? Options. Leave Clay. Leaven möchte ich nicht. Man kann ich glaube nicht umbenennen, ne? Schade eigentlich. Aber
macht auch schon Sinn, weil ne, ist ja bei meinem, bei allen anderen Sachen auch so, auch bei meinen Mindtest-Konten und so, ist ja generell auch so, dass mein Let's Play-Konto generell Ronix heißt und mein echtes Konto halt Walker, weil Walker halt mein eigentlicher Nickname ist. Gut, der Name hier von meinem Tablet ist halt, weil die Tablet-Version automatisch die Google-Konto-Namen verwendet. Und bei Google heiße ich halt Ronny Bartmann. Und dementsprechend hat er einfach diesen Namen 1:1 übernommen, ohne mich zu fragen oder irgendwas, sondern hat einfach gesagt, du heißt so, Pech. Ja. Deswegen ist hier unten auch so ein Typ dabei, der so komisch heißt, weil so ist halt sein Google-Name. Und hier genauso. Das sind auch beides Google-Konten. Ja, ja. Eugene, ich würde mal sagen, wir haben 2 E6. Wir können es senden. Also es kommt nicht mehr. Wir sind jetzt sowieso in der Phase, wo es sowieso kaum noch Primal-Busse kommen. Von daher leck mich am Arsch. Und zwar richtig hart fett. Und wir legen einfach los. 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 So. Erster Akt, ja, erster Akt, schon besser. So, schaffen wir den auf Level 15? Ja, Level 15 locker. Level 20 ist zu teuer. Lass mal lieber nicht machen. Wir bleiben auf Level 16, ist schon mehr als genug. Was jetzt noch wichtig wäre, wäre Admin. Der da. Und den machen wir dann auch gleich mal auf Level 16 oder so. Ich lasse auf Level 15. So, und dann gucken wir mal weiter. Aha, unser Goldi brauchen wir noch nicht. Den da brauchen wir auf jeden Fall. Weißt du was? Fick mich. Wir kaufen noch früher oder später sowieso alle. Von daher, warum jetzt rumüberlegen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, wenigstens kann ich jetzt auch nicht mehr versehentlich auf diese Taste kommen, ne? Mit diesen alle und dann ficken. Irgendwie ganz schön. So, wir machen mal hier direkt. Bevor wir hier stecken bleiben, das wäre auch nicht so schön. So. Was tue ich hier eigentlich? Komm, ich mache gleich hier 100er Schritte. Ach, komm. So. Danke. Warum haben wir noch 3? Achso. Ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich die meiste Zeit auf 2 Monster pro Level sein, weil wir haben ja fast 8 Abzug. Und es sind da 10 Monster. Von daher. Boah, Alter, das geht gerade alles ein bisschen zu schnell. Dicker, chill doch mal. Boah, guck mal, Wakamaru, du kleiner Wicker. Setz mich hier voll unter Druck. Ein Hurensohn bist du. Da. 1, 2, 3, 4. Warum zählt er eigentlich mit? Macht überhaupt keinen Sinn. Da gibt's gerade nicht zu zählen, aber egal. So, Alter. Das stockert schon wieder hier mit diesen Hoch-Jumpen-Leveln. Whatever. So, haben wir alles gekauft. Sehr schön. Dann nehmen wir noch die ganzen Upgrades auch gleich mit. Die ganzen, gut, so viele sind es noch gar nicht. Egal. Wo bist du denn jetzt? Da oben. Dankeschön. So, ja, den nehmen wir auch gleich mal mit. Okay, dann gucken wir mal, dann kümmern wir uns mal jetzt hier um unsere kleinen Motherfucker. So, den hatten wir letztens auf 300, dann machen wir doch gleich wieder direkt auf 300. Wir können ja das locker gleich noch weiter, ich weiß nicht. Ich mach mal auf 600 direkt. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich guck mal auf die Zahlen. Nein, so. So, 1,8. Und dann haben wir eins, ja doch, das geht locker, klar, das geht, das absolut im grünen Bereich. So, dich, mein Freund, setzen wir mal nur auf
100er Basis hoch. Warum hat es ja nicht manuell? Mann. So. Aha, siehst du, wird schon ein bisschen teurer. So, du bleibst mal so. Und die drei Goldies hier unten, wo sind die jetzt? Achso, jetzt haben wir ja hier. Dankeschön. Dankeschön. Und für die andere Goldie? Da. Dankeschön. So, dann haben wir die alle schon mal hochgelevelt. Und dann kommen jetzt die ganzen ganz teuren. Da hätten wir, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, weil jetzt auch noch die vier Eidler mit drinne sind. Ist natürlich, ne? Muss ich aufpassen, dass ich da jetzt keinen Fehler baue. So, wir machen alle anderen mal auf Level 10, alle anderen ganz teuren natürlich, mache ich jetzt. So, das sind ja auch alles teure. So, haben wir hier ganz teure. Ja, sind auch alles teure. So, dann kommt zwei teure immerhin. Da kosten aber ganz schon vier, meine Freunde. Achso, siehst du halt hier. Ha. Obwohl, ganz ehrlich, ich lasse das mal raus hier. Bam, halt mal kurz die Fresse. Kann ich nämlich auch besser leveln hier. Dann stockert das nicht so extrem. Wo war ich jetzt? Ich war ich hier, war ich. Hier ist ein teurer. Du bist ein egaler. dann haben wir hier noch zwei teure und dann müsste noch ein teurer kommen. Perfekt. Sehr schön. So, die beiden Eidler oder drei Eidler lassen wir mal raus. Und dich lassen wir immer raus. Du bist komplett egal. Du bist sowas von egal, ganz ehrlich. Du kannst mal kacken gehen. Okidoki, dann haben wir das soweit. Dann kann ich jetzt hier wieder weitermachen mit der Action. Ungefähr so. Schon haben wir ein paar mehr Builds. Die schicken wir auch alle direkt hier auf Frostleaf. Und dann würde ich mal sagen, kriegst du den Daumen hoch. Und dann geht's ab. 1, 2, 3, 4. Und alle anderen haben schon Level 200. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Okidoki. Jo. Sieht gut aus. So können wir leben. Achso, jetzt muss ich die anderen Viecher immer wieder minimieren. Mache ich nachher, wenn alle da sind. Jetzt hier die beiden minimieren und dann den nächsten minimieren, wenn der da ist, kein Bock. Sobald ich das erste Mal bei Tsuchi bin, minimiere ich alle mit einmal. Alles andere macht keinen Sinn. Nee, nee. So, wie viel kriegen wir schon? 180% ist noch gar nichts, das bringt nichts. Gut, dann will ich mal sagen, sind wir eigentlich relativ gut bedient. Wir sind unsere Stats. Jeder fünfte Gegner ist gerade mal Treasure Chest. Naja, könnte besser laufen. Aber ganz ehrlich. Ist komplett egal. Gutchen. Dann würde ich mal sagen, soweit haben wir. Haben wir das? Haben wir was? Ich finde es halt immer witzig, wie der Boss einfach komplett übersprungen wird, weil der Boss natürlich immer nur ein Gegner ist. Und wie gesagt, die effektive Rate ist halt Anzahl an Gegner minus 1. Und da ein Boss-Level immer nur ein einziger Gegner ist, wird das Boss-Level immer komplett übersprungen. Also 6, 7, 8. 9, 1, 2, 3, 4, 6. Ja, das ist immer so komplett einfach. Boss interessieren an keinem. Das ist völlig überbewertet. Schön. Ja, ja. Okay, gut, dann muss ich mal sagen: einmal minimieren, schwuppsdawupps, und dann hört man sich bei Gelegenheit wieder. Wenn es dann heißt, ja, morgen ja erst. Mittlerweile bin ich jetzt sogar wieder im Plan. Ne? Heute ist Donnerstag und ich nehme auch endlich mal die Donnerstag-Folge auf. Das heißt, die nächste Folge werde ich auch erst morgen aufnehmen. Eieiei, und es ist jetzt gerade mal halb zwei. Ja, man hat gemerkt, dieses Quick Ascension kaufen, Quick Ascension, hier dieses komische Timelapse, das Ding da, hat echt was gebracht. Die Aufnahme heute früh, die haben wir irgendwie so um halb achte gemacht, irgendwie so sieben, halb achte. Ne? Und jetzt die Aufnahme 5,5 Stunden später.
Das heißt, ohne das Ding hätte ich halt eben locker bis 16 Uhr dran gesessen. Von daher ist es jetzt gerade mal 14 Uhr. Naja, halb zwei, also 13:30 Uhr. Mitten am Tag. Das heißt, ich werde heute noch einige Ascension schaffen. Naja, morgen denn sowieso. Weil ich ja morgen erst abends aufnehme, planmäßig. Das heißt, ja. Da werden wir einiges schaffen. Oh, eine 24-Stunden-Quest. Hoffentlich stirbst du nicht. Und wenn nicht, auch egal. Gut, dann, ja, wie gesagt, schau mit V, mach weg den scheiß Pfeil hier. Oh, weg hier. So. Bis dann. Tschüss.